In Krefeld treffen sich die Pinguine und die Düsseldorfer EG zum 110. kleinen rheinischen Derby. Es ist der 16. Spieltag, eigentlich ein ungleiches Duell. Der Tabellen 13. gegen den 3. und der hat gleich zu Beginn die erste Chance. Nearing, Adam, völlig frei. 89 Sekunden gespielt und dann führt der Favorit mit 1:0. Das sehen wir nochmal. Nearing und keiner da bei Luke Adam. Überhaupt kein Problem, hier sein drittes Saisontor zu verbuchen. Dann Krefeld in der eigenen Defensive, Scheibe raus, Düsseldorf mit dem Konter, Burkhardt. Das ist schon die nächste richtig gute Gelegenheit, hier ein 2:0 draus zu machen für die DEG. Aber Krefeld war in diesem Spiel, sie haben sich reingekämpft. Nach dem Rückstand waren sie präsent. Und dann sind es noch knapp 4 Minuten und dann kommt diese Szene. Kunekart und plötzlich ist die Scheibe drin. Wie heißt es immer so schön? Bring Scheiben immer gefährlich aufs Tor. Hier Trivelato mit dem Aufbau. Dann der junge Kunekart. Noch kein Saisontor. Nur 2 in der DL und jetzt macht er sein drittes. Und Krefeld macht weiter Druck. Die letzten Sekunden laufen. Es heißt Powerplay für die Pinguine. Und plötzlich schlägt er ein. Brent Bessie von Hodgman und Noonan. Abgefälscht die Scheibe hinter Hane, der heute den Vorzug bekommen hat. Vor Niederberger. Brent Reed hochzufrieden mit der Leistung seiner Jungs. Und weiter geht's im Mittelabschnitt. Brünes an der Scheibe. Und plötzlich aus dem Nichts. Scheibenklau in Krefelder Überzahl. Nearing. 2-Punkte-Spiel für ihn und was passiert? Bessie hat die Scheibe, vertändelt sie. Brünes versucht alles, um noch ranzukommen, aber das klappt nicht. Lupenreiner Shorthander, gleiches Powerplay. Und Krefeld jetzt in der offensiven Zone mit Pieta. Dann kommt der Schuss von Brugiser und der ist richtig gut. Keine Chance für Henrik Hane. Hier sehen wir nochmal das gute Auge von Pieter und der passt wie nichts. 3:2 Krefeld. Die letzten 2 Minuten laufen. Und nochmal trifft Krefeld. Wirklich gut gelöst mit dem Auge. Saponari kämpft, rackert, macht. Und dann vor dem gegnerischen Tor völlig frei. Kandery macht den Treffer für die Krefeld-Pinguine. 4:2. Aber damit war das Drittel noch immer nicht beendet. Wir sind in den letzten Sekunden. Nochmal ein Schlagschuss für die DEG. Brünes ein bisschen die Sicht verdeckt. Und das war richtig gut gemacht. Zanetti trifft, sorgt für den Anschlusstreffer. 3:4. Und mit diesem Ergebnis kann Horod Kreis nicht wirklich zufrieden sein, aber er geht zumindest genauso wie seine Mannschaft mit Hoffnung in die letzten 20 Minuten. Da haben sie beide viel in einem munteren Spiel. Pieter auf Costello, nochmal Pieter versucht. Und Hane begräbt die Scheibe unter sich. Da sind es noch 7 Minuten. Hier sehen wir nochmal Pieter, der wirklich alles gegeben hat in dieser Partie. Gute Defensivaktion auch der Düsseldorfer EG. Und dann die Schlusssekunden vor dem Tor. Und dann nochmal über die Blaue mit Bata-Schuss und Nearing-Chance. Aber es gelingt nicht mehr. Die Scheibe geht nicht mehr ins Tor. Krefeld holt sich den Sieg, ist Derby-Sieger im Straßenbahn-Derby. Wir haben einfach über 60 Minuten nicht unser Spiel konstant gebracht. Und die hatten zwar... Weil die ersten beiden Tore waren etwas glücklich von denen. Aber wir haben über 60 Minuten einfach nicht gut genug gespielt, um das Spiel nach Hause zu bringen. Wir hatten ein kleines Gespräch mit den Trainern, das Team, haben uns zusammengesetzt und haben darüber gesprochen und haben gesagt, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass der Ehrgeiz da ist, dass wir alle gutes Hockey spielen können und einfach ein bisschen mehr arbeiten müssen, ein bisschen mehr zusammenhalten müssen und dass es dann irgendwann von selber kommt. Und ich glaube, das haben wir heute gut gemacht. Krefeld feiert den 57. Sieg in einem Straßenbahnderby, hat wirklich alles gegeben, sich diesen Erfolg erarbeitet und darf jetzt gemeinsam mit den Fans kräftig feiern.
alle Spiele der Deutschen Eishockey-Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.